Gehen wir erstmal wieder hoch zum Heilen. Werde ich so ein Gewächshaus am Ende? Also wenn ich später vielleicht mal einen Garten habe oder so, dann könnt ihr mir gerne Pflanzen schicken. Oder mitgeben. Nur wenn es was gibt, was ihr mir nicht mehr schicken solltet, dann sind es Dominosteine und Knabbersticks für die Meris. Keiner von uns kann so viel essen. Lass euch überfressen? Nein. Okay. Ich war jetzt, glaube ich, in 4. So, dich hatte ich dann erstmal in die Mitte. Ein Report über Pokémon. 4 Pokémon entwickeln sich nur beim Tausch über Linkkabel. I see. Ja, Leo, hast du mal gesehen, wie die Surfer-Animation in diesem Spiel aussieht? Da sind einfach gelbe Wassertröpfchen bei. Dementsprechend habe ich vorhin schon gemeint, dass du scheinbar nicht genug Wasser aus deinem Mund produzierst für Surfer, also hilfst du hintenrum ein bisschen nach. Was? Porygon. Schön. Ich glaube, die Farbe von Surfer ist immer das, die Farbe, die das gegnerische Pokémon hat. Ah. Quasi deine Seite von Surfer sieht aus wie deine Farbe und die gegnerische Seite sieht aus wie die gegnerische Farbe. Oh. Warum sind die eigentlich nur so dumme Gegner für Yuna? Das ist schon eine gute Notlösung, das stimmt. Aber dann müsste gleich bei Surfer sein, dass die linke Seite rosa ist und die rechte Seite ist wieder gelb. Echt? Also Leo war halt natürlich blau und gelb vorhin. Gucken wir mal. Ja, stimmt. Das heißt, Alex produziert einfach überhaupt kein Wasser. Er pinkelt. Und es kommt darauf an, was für den Gegner der hat. Dann entscheidet sich, ob er ihn anpinkelt oder andere Sachen macht. Die Sache ist, wo kommt das Rosa her? Ich hätte jetzt leider auch gesagt, er blutet. Und weil er ja Jan Rosa im Blut hat, ist es halt rosa. Ach so, Alex hat rosa Blut. Ja, aber er hat seine Tage. Perfekt. Nehmen wir lieber das, ist nicht ganz so brutal. Da. Pantimos, you okay? Vor allen Dingen, die eine Hand, die er nach vorne hält, okay, aber mit der anderen ballt er die Faust. Will er mir ins Gesicht schlagen? Er bereitet gerade sein Gum-Gum-Jet-Pistole vor. Ey, ist auch schon rosa von Gear 2. Es ist Ruffy versteckt. Als ob das wirklich so heißt. Ich zitiere, sein Gum-Gum-Jet-Pistole. Seine. Aber auch der Rest. Die heißt so. Die Gum-Gum-Jet-Pistole. Alles, was Ruffy im Gear 2 macht, heißt, er hat Jet im Namen. Ach so. Und so macht Ruffy seine Pose auch, dass er quasi eine Hand nach vorne hält und die andere hält hinten bald, wenn er seine Jet-Pistole macht. Ich habe drüben auch eine Figur stehen, da macht er das auch. Nee, da ist er in Gear 4. Da macht er das aber auch. Ja, aber da ist es nicht mehr eine Jet-Pistole, da ist es, glaube ich, die Kong-Gang oder so. Oder also die Kong-Pistole dann wohl. Okay. Ich bin noch nicht so weit im Deutschen, ich weiß nicht, wie die deutschen Namen heißen. Okay. Könnt ihr mal aufhören, Gracie immer zu critten? Sie hat euch nichts getan. Nein, muss ich mein Lied nicht wechseln. Yuna macht ja aktuell sowieso leider nichts. Wobei, hat sie schon ihr Level abgekriegt? Ja, doch. Dann gucken wir doch erstmal hier. Du möchtest auch nur gerettet werden? Ja, vermutlich. Und dann war ich ja da unten schon für meinen Türöffner. Genau, das heißt hier an der Seite noch gucken. Item! Es kann wahrscheinlich nichts Vernünftiges sein, aber ich gucke trotzdem mal nach. Naja. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, Schwert und Schild haben ja auch einige sehr interessante TMs, aber die Jen hier auf jeden Fall auch. Ich wüsste nicht, was ich mit der TM für Bodycheck machen soll.
Und mein Highlight ist ja sowieso immer noch, dass es eine TM für Aquaknarre gibt. Hat mir tatsächlich geholfen, weil Alex ja am Anfang nur Konfusion konnte, aber ist schon seltsam. So, jetzt sind wir auf 4. Oh, ein bisschen was vor uns. Ihr seid so schläfrig, ich lese die ganze Zeit nur Steve im Chat. Lasst euch doch nicht von Steve überspammen. Ein bisschen mehr Elan, bitte. Also nicht, dass ich was gegen Steve Nachrichten habe, aber er ist halt gerade der, der am meisten schreibt. Gebt euch... Ja, hier, Elan. Keine, das mache ich nicht als Emote. Ganz bestimmt nicht. Spam zurück! Elan! Erklärt Tages zurück. Ja! Warum passiert mir das immer? Das fragen wir uns alle. Na, ich glaube, das Emote klemmen wir uns lieber. Möchte auch gar nicht so genau wissen, wie das aussieht. Sonst kommt nämlich Ali gleich wieder um die Ecke mit seinem Blutbärt und dann ist vorbei. Jeder braucht TM-Metronom. Weil wir ja in Platin echt eine ganze Zeit lang mit Metronom gespielt haben, das war schon witzig. Aber es ist sehr langwierig, dieser Prozess. Ich meine, ist ja schön, wenn ihr einfach nur zuguckt und das im Hintergrund laufen habt, während ihr vielleicht selber am Zocken seid. Aber ich brauche doch Input, um Output zu geben. Das ist wie beim Essen. Ja. Maschok, you okay? Bin ich wirklich so predictable? Ich glaube aber ganz ehrlich, es ist deine Selbstdarstellung. Du möchtest eigentlich so predictable sein. So, gehen wir erstmal in die Mitte. Ihr wollt, glaube ich, auch nur gerettet werden? Ja. Erzähl von deiner Meinung zu Glutexo. Nicht Glurak, nicht Glumanda, aber Glutexo. Ich habe nichts gegen Glutexo, aber ich finde, es ist im Vergleich zu Glurak und Glumanda vom Designer leider das Schlechteste. Aber es ist eine schöne Farbe. Ich finde halt, Glumanda ist unglaublich knuffig und Glurak ist schon recht cool. Und Glutexo ist leider eher so Mittelmaß. Ich weiß nicht, es ist einfach Glumanda mit einem Horn. Oder mit so einem Knubbel auf dem Kopf. Dementsprechend finde ich halt schon Glumanda und Glurak cooler als Glutexo. Wobei ich halt echt meistens erste und letzte Entwicklung am besten finde. Gibt allerdings tatsächlich auch Ausnahmen. Nämlich... Shillock zum Beispiel. Ich mag mit dieser Meinung komplett alleine dastehen, bin ich mir sehr sicher. Aber ich finde Shillock auf jeden Fall süßer als Shiggy, weil es hat diese kleinen Öhrchen, die ich einfach liebe. Und ich finde die Farbe auch schöner. Und klar, Turtok ist natürlich auch sehr cool. Panzerschrank und so. Aber ich weiß nicht, ich finde Shillock einfach sehr, sehr knuffig und ein bisschen keck. Deswegen, tatsächlich mag ich Shillock von den Dreiern am liebsten. Und das gleiche gilt auch für Igelava. Finde Feurigel zwar auch super, super, super süß, aber Igelava ist noch ein Ticken süßer. Und Tenopto ist nicht unbedingt süß. Deswegen. Ja, und Shillock hat so einen flauschigen Schweif. Also die würden mir jetzt so einfallen, wo ich halt echt ausnahmsweise mal sagen würde, dass ich die mittlere Form am coolsten finde. Ich meine, viele von denen sind auch nicht unbedingt so existent für mich. Mag auch manche Starter oder deren Entwicklungen nicht. Aber, weiß nicht. Bei Shillock tatsächlich mag ich ihn am liebsten. Du hast noch 34. Ansonsten... Hier nicht, dann links. Hat man ja auch manchmal, dass man einfach, ich sag mal, mittlere Entwicklungen lieber mag. Ich mag ja... Beispielsweise auch Pikachu lieber als Pichu und Raichu, obwohl ich Pichu und Raichu auch mag. Und ich mag Alola Raichu lieber als normale Raichu.
Ich weiß nicht, ich mag Pichu schon, ist einfach knuffig und Raichu ist auch irgendwie ganz süß. Pika hat eh einen besonderen Platz in meinem Herzen, aber so Alola Raichu finde ich schon echt Top-Tier. Auf jeden Fall. Mag die Floink-Reihe sehr gerne, stehe aber auch meiner Meinung nach alleine da. Die Sache ist, ich mag Floink eigentlich. Ich finde Verkokel furchtbar. Den Namen und das Design und ich bin halt kein Fan von Flambirex. Aber meine Güte. Nur weil du vielleicht nicht so viele Leute kennst, die Meinung teilen, ist deine Meinung ja nicht irgendwie schlecht oder so. Ist ja okay. Steve, ich mag beide. Ich mag sowohl Fat Pikachu als auch das Dünnere. Ich mag Pikachu einfach immer. Außer es ist Machu in Vega, dann nicht. Ja, da kann Pikachu ja nichts für. Ich weiß nicht. Mag beide eigentlich. Ich gehe jetzt übrigens auch ganz bewusst nicht auf die Starter in Schwert und Schild ein. Zu denen könnte ich auch einiges sagen, aber ich tue es nicht, weil ich weiß, dass viele von euch die Spiele erst zu Weihnachten kriegen oder generell noch nicht so weit sind. Deswegen würde ich euch bitten, die auch auszuklammern. Ich könnte euch eine sehr präzise Meinung zu den Startern, zu den ersten und den zweiten Entwicklungen geben in Schwert und Schild. Aber ich tue es, wie gesagt, nicht, weil ich es auch generell nicht mag, auch wenn es nur meine Meinung ist. Oh Gott, ich hab's gesagt. Mag ich es halt nicht, Leute irgendwie vorzubelasten damit. Deswegen. So. Meinung? Ja. Ja gut, zu den Basisformen der Starter kann ich schon was sagen. Die hat man ja direkt am Anfang gesehen, aber ich bin halt auch komplett blind rangegangen. Ich kannte halt die Leaks nicht, zum Glück. Also deswegen war das halt, als sich unsere Starter entwickelt haben, das erste und zweite Mal, eine riesige Überraschung. Und auch als wir dann den dritten gesehen haben. Und das möchte ich halt auch eigentlich für alle so beibehalten. Aber die ersten, also die Grundformen der Gala-Starter mag ich alle. Die finde ich alle süß. Auf ihre Art und Weise. Aber es gibt eigentlich wenig Starter in ihrer Grundform, die ich gar nicht mag. Also klar gibt es ein paar, die ich ein bisschen weniger mag. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Kanimani zum Beispiel. Bin auch nicht der größte Fan von Panflam. Aber trotzdem finde ich die nicht schlecht. So. Also ich fand das auch eigentlich sehr schön, das so komplett blind zu erleben. Dass du auf jeder Route wirklich, teilweise hast du die Pokémon ja gesehen und du saßt dann da, was ist das denn? Also du wurdest teilweise echt total überrascht, auch was die Typen dann betrifft und die Entwicklungen vor allen Dingen. Entwicklungen fand ich halt noch echt am spannendsten, weil wenn du Pokémon hattest, die du wirklich mochtest und du saßt davor und dachtest dir so, bitte werd nicht hässlich, bitte werd nicht hässlich, bitte, bitte werde nicht hässlich. Es ist schon echt ganz cool gewesen. Und deswegen ist es so was, was ich halt jedem gönne, dass man es halt komplett blind spielen kann, wenn man es denn möchte. Ja, Panflam ist ja allgemein sehr beliebt, aber ich mag Affen nicht so. Das ist so die Sache. So. Du bist vergiftet? Das ist... Ich hätte mir mehr Gegengifte kaufen sollen. Ich glaube, ich habe nämlich nicht mehr so sonderlich viele. Geht mir auch so mit den Affen? Oder wo waren wir jetzt? Ich erzähle mal so viel, dass ich teilweise vergesse, was ich gesagt habe. Ich werde alt. Okay, wirklich, das mit den Affen. Das auch nicht. Auch im Zoo oder so bin ich nicht der größte Affenfan. Obwohl ich jetzt in der 7. Gen das Äffchen eigentlich auch ganz süß fand. 7.? 8. Gen. Das ist auch die Sache. Je mehr Gens es gibt, desto weniger kann ich mir merken, in welcher Gen wir eigentlich sind. Ach, die Rocket-Brüder. Ich sag mal so, bei den Spinnen-Pokémon sind jetzt nicht meine Lieblings-Pokémon. Aber sie stören mich nicht, sag ich mal. Also Weberak und Ariados haben mich noch nie wirklich gestört, weil die ja bewusst eigentlich auf niedlich gemacht sind. Irgendwie.
Und ich meine auch, ich habe Gold und Silber gespielt, bevor man mir die Phobie wirklich eingesetzt hat. Deswegen kannte ich die halt schon und zu dem Zeitpunkt war es halt überhaupt nicht schlimm. Und mit denen habe ich halt nie wirklich Probleme gehabt, weil ich kannte die halt schon vorher und die sind halt echt eher auf süß getrimmt. Watzapf und Voltula sind ja streng genommen eigentlich eher Zecken und ich sag mal so, kommt halt für mich tatsächlich auch immer sehr auf die Bewegung an, also nicht nur auf die Optik. Deswegen finde ich auch die Twilight Princess Spinnen so schlimm, weil die sich halt wirklich so bewegen. Watzapf und Voltula fand ich auch nie schlimm. Mit Arakwa habe ich auch keine Probleme. Das Einzige, was ein bisschen grenzwertig ist, ist Aranesto. Weil es halt so lange Beine hat und mit denen auch so rumzappelt. Ne? Irgendwie. Wenn es halt jetzt einfach da ist, ist auch nicht so schlimm. Wenn es dann plötzlich Dynamax macht oder Stichwort Ultrasonne, Ultramond, nicht so nice, aber ist jetzt nicht so, dass meine Phobie halt richtig hart dadurch triggert. Dafür sind die halt nicht nah genug an den echten Spinnen dran. Ich habe Schwertanz gefunden. Meine Kumpelblase. Es ist ja auch prinzipiell ganz cool, so von der Fähigkeit her, vom Typ her und so, ne? Nur, ja, die Wasserprüfung in Ultramond fand ich halt nicht so nice. Und ich mag halt das Design dann logischerweise auch nicht so, ne? Ja, wie gesagt, meine Phobie kam halt auch erst später. Tatsächlich. Also auch durch ein bestimmtes Ereignis. Davor habe ich auch überhaupt keine Probleme gehabt. Ich glaube, es ist aber oft so. Ich glaube, mit vielem wirst du vielleicht auch geboren, dass du einfach von vornherein Probleme hast mit manchen Sachen. Aber manches kommt halt eben auch einfach erst. Deswegen habe ich da auch vollstes Verständnis für, wenn andere Leute auch Angst vor anderen Dingen haben, die einfach auch vielleicht ein bisschen alltäglicher sind. So wie Hunde zum Beispiel. Habe ich vollstes Verständnis für, dass das durchaus sein kann. Ist halt echt so, ne? Ich dachte bei der Prüfung auch, ja komm, Lusadin. Ich meine, die Prüfung fand ich jetzt alle nicht so easy, aber ja, ja, Lusadin. Und dann kommt da dieses Vieh und ich dachte mir so, ungefähr so. Wir haben sogar alle 35. Okay. Dann nehmen wir erstmal dich. Ich glaube, jeder hat sowas. Ich meine, es gibt Dinge, die sind einfach sehr verbreitet, wie Höhenangst oder Platzangst. Weil heißt es offiziell Platzangst, aber ihr wisst, was ich meine. Oder sowas halt. Viele Leute haben ja auch einfach Angst vor Spritzen oder so. Das sind dann eher so, ich weiß nicht, ob man das immer so als Phobien bezeichnen kann, aber es sind halt einfach irgendwelche Ängste, die man hat. Oder eben auch vor irgendwelchen Tieren oder so. Manches ist halt, wie gesagt, einfach verbreiteter in der Gesellschaft. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe Höhenangst, weiß jeder, was gemeint ist, nimmt auch jeder einfach so hin. Aber wenn ich jetzt komme und sage, ich habe Angst vor Kaninchen, dann wirst du euch erstmal komisch angeguckt. Und musste ich euch erstmal erklären, obwohl das eigentlich Quatsch ist. Es ist die Sache, ich glaube, Platzangst ist halt wirklich eher, wenn du Angst hast, irgendwie mit Menschenmengen oder so. Ich glaube wirklich, Angst in engen Räumen wird oft als Platzangst bezeichnet, heißt aber gar nicht so. Aber ganz ehrlich, gut, panische Angst vor Wespen ist was anderes. Aber ganz ehrlich, hat nicht jeder zumindest Angst vor Wespen? Also, niemand mag Wespen, weil die Dinge einfach so schnell aggressiv werden und stechen und auch so anhänglich sind. Ich meine, das heißt ja immer, du sollst halt nicht schlagen nach denen und so, weil die eben aggressiv werden. Wenn du aber einfach stehen bleibst, dann machen die sich sehr gemütlich auf dir. Also, niemand mag Wespen. Weiß nicht. Also, deren Funktion in unserem Ökosystem mag gut sein, aber ansonsten sind die leider sehr anstrengend. Das Problem ist halt einfach, Bienen stechen ja nicht einfach so, weil die dadurch eben sterben. Aber Wespen? Naja, ich mag's, dass die vielleicht Spinnen potenziell
vernichten, aber ich mag's nicht, dass sie mich potenziell stechen wollen. Ich mag Hummeln. Die sind dick und süß. Und nicht so aggressiv. Was haben wir jetzt hier noch? Da links war ich ja, glaube ich. Es ist auch ein architektonisches Meisterwerk hier teilweise. Das ist so platzverschwendend. Das Allerschlimmste finde ich immer, wenn du Wespen irgendwie an der Bushaltestelle hast, um den Mülleimer herum. Okay, nimmst du halt Abstand. Der übelste Monka-S-Moment, wenn du dann einsteigst und die Wespe quasi mit einsteigt und dann die ganze Busfahrt in den Bus rumdümpelt. Ich meine, manchmal opfert sich jemand auf und tötet sie. Das ist einfach so ein Tänzmoment. Ich hatte mal eine Omi, die hat dann die Wespe mit ihrem Portemonnaie erschlagen. Nicht, dass ich das gut heißen möchte, dass da Tiere erschlagen werden, aber ja. Ich war es nicht. Der Schaufler ist echt praktisch. Ich wurde zum Glück noch nie von einer Wespe gestochen. Bin ich auch nicht so scharf drauf. Sternschauer. Ich glaube, ich habe noch Kratzer, da könnten wir das für einfügen. Da. Warum ist es eigentlich Sternschauer und nicht Sternenschauer? Wahrscheinlich, weil sie nicht genug Platz hatten. Das ist übrigens auch immer meine Taktik, wenn ich irgendwelche Viecher in der Wohnung habe, also irgendwas Fliegendes oder so, und ich die halt nicht wirklich gut erwische, einfach Haarspray drauf. Das ist vielleicht ein bisschen brutal oder so, aber naja. Okay, weiter im Text. Guten Tag. Endstation. Ich glaube nicht, ich habe da noch ein bisschen was vor mir. Aber dafür, dass ich wie gesagt eigentlich schon unterlevelt bin, weil ich glaube, der Rivale hat 40 oder so, sind die hier vom Level her eigentlich alle sehr nett zu mir. Ich habe leider keinen Flammenwerfer für solche Fälle zu Hause. Ich glaube, ich habe vielleicht noch irgendwo ein Feuerzeug. Nicht, weil hier irgendwer raucht, aber einfach für Silvester, um mal was anzuzünden. Aber ob das noch funktioniert, ist die andere Sache. Ich finde das interessant. So Weihnachtssüßigkeiten sind halt im Oktober schon in allen Läden, also einfach viel zu früh. Und jedes Jahr gefühlt auch früher. Aber Silvesterfeuerwerk kriegst du halt schon seit Jahren eigentlich immer erst ein paar Tage vorher. Das ist nicht so geregelt. Ja, ja. Aber dass sie da nicht mal was dran rütteln, damit die Leute das noch früher kaufen und noch mehr Geld verpulvern. Alleine so die Knallfrösche. Weil die ganzen Jugendlichen sich damit cool vorkommen. Ich meine, ich bin froh, weil mir geht das Geknalle auch auf den Keks und es ist halt für Tiere halt echt auch sehr, sehr unschön. Aber finde ich interessant, dass sie da nichts dran gemacht haben. Du hast halt leider auch die Leute, die es dann einfach für Silvester nicht benutzen und dann halt noch 3 Wochen später knallen. Die finde ich ja auch super. Bin mal gespannt, wie Kazumi Silvester so wahrnimmt. Weil Futaba und Akechi sind da jetzt auch nicht so scharf drauf auf das Geknalle. Kazumi versucht dann das Feuerwerk zu übertönen. Oh Gott. Jan. Ich habe mich aber so langsam an den Fußboden gewöhnt, traurigerweise. Wie einfach nichts in diesem Raum ist. Richtig verschwendet. Also wir haben ja letztes Jahr schon kein Feuerwerk mehr gekauft, weil das halt auch jedes Jahr teurer wird und gefühlt aber dann auch jedes Jahr mickriger. Und ich es irgendwie auch dann verschwendet fand. Und wir werden wahrscheinlich dieses Jahr auch keins kaufen. Also einfach nur Wunderkerzen. Das war halt als Kind immer so ein richtiges Highlight. Das Feuerwerk. Weil wir haben dann meistens schon so um 9
das ganze Bodenfeuerwerk halt gemacht, damit es halt um Mitternacht nicht mehr so lange dauert, weil ich halt als Kind halt auch immer sehr müde war um die Uhrzeit. Und haben dann halt das Bodenfeuerwerk vorher schon im Garten gemacht und so. Das war halt immer voll toll. Ich liebe Bodenfeuerwerke. Ich finde heutzutage auch noch Bodenfeuerwerke, glaube ich, cooler als Raketen. Diese ganzen Fontänen und so. Und dann halt um Mitternacht die Raketen. Also es war schon immer ein Highlight. Auf jeden Fall. Wir haben dann sogar meistens in den Weihnachtsferien angefangen, jeden Tag so ein bisschen später ins Bett zu gehen, weil ich halt damals einfach nicht dran gewöhnt war, bis Mitternacht aufzubleiben, damit ich mich halt dran gewöhne und das auch wirklich schaffe. Heutzutage ist das nicht mehr so das Problem. Da streamt die ja noch einfach mal bis 12:30 morgens. Während ich auf dem Stuhl neben ihm fast einpenne. So müde. Gestern? Ja, schon. Yuna? You can do it? Einfach viel zu viele von diesen Teleportern. Das ist das Beste, was deine Katze machen kann. Einfach durchpennen. Ich finde das immer echt schlimm, wenn vor allen Dingen Hunde oder so dann wirklich nicht sonderlich gut reagieren. I can do it. Not sure. Aber ich versuch's. Also Kai, wenn du sagst, als Kind hattest du Angst vor Feuerwerk, und jetzt habe ich natürlich keine Säure mehr. Ich weiß ja nicht, ob das nur als Kind so war. Wenn ich da an Silvester, 2013? 14? Und ich glaube 13 zurückdenke. Wir kennen uns jetzt ja schon ein Weilchen. Bin ich mir nicht so sicher, ob sich das nur auf deine Kindheit beschränkt hat. Ich bin froh, wenn Ali endlich seine Psychokinese hat. Ich meine, ich bin auch nicht scharf drauf, Feuerwerk anzuzünden, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ist jetzt nicht so, dass ich Angst davor habe. Ich könnte das wahrscheinlich auch, aber ich muss es jetzt auch nicht machen. Also wenn andere Leute es machen, joa. Also meine Mutter lacht dich immer noch wegen diesem Silvester aus. Also wenn sie sich mal daran erinnert, lacht sie immer noch deswegen. Weil ihr müsst euch vorstellen, ich habe halt davor Silvester mit meinen Eltern gefeiert, einfach nur. Und meine Mutter hat halt meistens auch dann mit mir da rumgestanden und mein Papa hat einmal alles angezündet. Nur hat mein Vater früher auch Wechselschicht gehabt und dementsprechend leider auch alle paar Jahre mal Silvester Nachtschicht gehabt. Was immer ein bisschen doof war. Dann hat meine Mutter eben auch das Feuerwerk dann angezündet und mit mir halt zusammen gefeiert. Dann waren wir eben nur zu zweit. Yay, ein Hoch auf die Nachtschicht. Aber, meistens halt wir drei dann zusammen. Und dann war das wirklich das erste Jahr, dass ich halt mit Freunden zusammen Silvester gefeiert habe. Und meine Mutter hat sich da tatsächlich auch so ein bisschen drauf gefreut, weil die halt auch nicht unbedingt immer so viel Bock hatte, das Feuerwerk anzuzünden, es aber gemacht hat für mich, damit ich das halt nicht machen muss und weil es halt manchmal kein anderer machen konnte. Und hat sich dann riesig gefreut, dass ich jetzt mit Freunden feiere, die dann quasi das Feuerwerk anzünden, während sie quasi endlich mal nur daneben stehen kann und zugucken kann und diesmal tatsächlich dann keine Arbeit damit hat. Ich habe keine Ahnung, wo ich stehen geblieben bin. Ich gucke einfach mal kurz. Dementsprechend fand sie das eigentlich echt ganz cool, dass dann eben andere Leute da waren, die sich drum kümmern können. Wie gesagt, damit sie damit halt keine Arbeit hat. Ich glaube, dann war das jetzt doch dieses Stockwerk hier. Hat dann letztendlich allerdings nicht ganz so stattgefunden, wie sie sich das vorgestellt hat. Und da muss man aber Kai auch verteidigen, dass er nicht der Einzige war. Alle Leute, die ich zu dem Zeitpunkt zu Besuch hatte, hatten alle Schiss, dieses Feuerwerk anzuzünden. Und dementsprechend, obwohl ich Besuch hatte, ich glaube drei Leute eventuell,
Keiner von diesen drei Leuten hat sich getraut, dieses Feuerwerk anzuzünden. Und deswegen musste meine Mutter es dann wieder machen. Also, das war schon interessant. Definitiv. Und, oder ich meine, mein Vater hat es, glaube ich, gemacht und meine Mutter stand zumindest dabei. Und meine Mutter stand schon recht weit hinten eigentlich, weil die halt auch nicht so gerne nah am Feuerwerk steht. Aber Kai und die anderen standen noch weiter hinten. Also meine Mutter dachte schon, sie würde eigentlich ziemlich nah am Haus stehen. Aber Kai stand noch näher am Haus. Also der stand eigentlich schon fast im Haus wieder drin. Und das erzählt sie heute noch immer. Also das ist so ihre Lieblingsstory, wie sie dann damals sich wirklich weit nach hinten gestellt hat fürs Feuerwerk und Kai einfach noch weiter hinter ihr stand. Und ich sage, meine Mutter ist jetzt nicht unbedingt klein, mit 1,80, aber halt kleiner als Kai. Ne? Und deswegen findet sie das einfach super witzig, dass Kai dann quasi noch weiter hinter ihr stand. Aber ja. Wärst du mal so lieb? Jan? Ganz? Weiß ich nicht. Ich wollte nur deine Aufmerksamkeit haben. Ich hab schon gesehen. Ich beobachte. Er beobachtet. Okay. Wir haben wieder den typischen Fall von, jemand hat nicht verstanden, dass das kein englischsprachiger Stream ist. Mein Deutsch mag vielleicht sehr wie Englisch klingen, weil ich gerne mal Begriffe einbaue, aber nein. ...1,80 ist recht groß für eine Frau. Ja, meine Mutter ist knapp 1,80, mein Vater ist 1,80. Man sollte meinen, ich hätte die 1,80 dann auch verdient gehabt. Nein. Das macht es ja noch trauriger, dass ich so klein, also verhältnismäßig so klein bin, und meine Eltern eigentlich beide groß sind. Irgendwie. Aber es ist schon krass, wie lange solche Storys eigentlich her sind, ne? 2013? Meine Güte. Ich bin Kai immer noch nicht losgeworden nach all den Jahren. Ich glaube, ich werde ihn auch nicht mehr los. Dann halt nicht.